Grüß euch bei meinem neuen Video. Der Wolfgang und ich, wir sind beim Tuscany Trail 2022 dabei. Und das war echt eine spannende Sache. Schon beim Anmelden ist losgegangen, Anfang Jänner, dass wir da reingerutscht sind, weil als erster war es ja offen für jeden zum Anmelden und irgendwann haben sie gesagt, Schluss, es sind einfach zu viele Teilnehmer. Und das war dann bei 3000 Leuten. Wir haben so Startnummern 1400 gehabt. Ja, und dann haben wir uns auf dem Weg natürlich in die Toskana gemacht, im Mai, Ende Mai, und sind da gestartet. Es war wirklich eine Riesengeschichte. Challenge hat es gegeben, weil es teilweise so Mountainbike-Wege waren. Es war eigentlich mal eine Mountainbike-Challenge. Und ja, das war aber dann nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für mich persönlich waren die Temperaturen, die sich jenseits der 30 Grad abgespült haben. Und die haben mich ziemlich zermürbt. Was habe ich nur mitgehabt? Das habe ich gewusst. Ich habe schon andere Videos gesehen, wo das ein Thema war. Deswegen, das war jetzt nicht das gewesen, aber irgendwann schmeckt dir das Wasser nicht mehr. Und du kannst dann nicht dauernd eine Pulverleine haben, weil da gibt es ja auch mengenmäßig irgendwann Schluss. Aber wenn man nicht mehr pinkelt, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber jetzt schaut es euch einmal an. Jetzt zeige ich euch noch kurz den Kurs an, wie er ausgeschaut hat von Komoot. Blende ich euch ein. Ich schätze, dass man auf Komoot vielleicht sogar runterladen kann. Ich habe nicht so mittrackt, weil ich bin da nicht der Spezialist mit den elektronischen Teilen. Und außerdem hat man immer schauen müssen, ein bisschen, wo kriege ich einen Strom her. Aber das habe ich ganz gut gelöst. Also, dann seid dabei und ich melde mich dann nochmal. Bis später.